So, den Forschungspunkt hole ich mir mal. Ach ja, genau, das war da, wo ich nicht wusste, wie ich da hochkomme, ne? Oder wie ich da rankomme, besser gesagt. Ich spiele schon wieder Watch Dogs 2, Leo, ja. Sorry. Soll ich lieber Fallout spielen? Oh. Hoppala. Das war jetzt nicht das, was ich machen wollte. Nee, ich will ja mal die Story-Games ein bisschen durchspielen. Fallout ist immer so ein Endlos-Game. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal fertig kriege. Watch Dogs ist da ein bisschen schneller, glaube ich, von der Hauptstory. Huhuhu. Ah, hier. Kann ich da nicht? Ich weiß, letztens bin ich da nicht durchgekommen, weil ich hier irgendwie einen Eingang gesucht habe und es gab irgendwie keinen. Weil ich daran muss. Und das geht aber nicht. Theoretisch müsste ich hier vielleicht. Also ich sehe dann. Ist das ein Schacht hier? Ich habe echt keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll, ne? Also hier ist zwar ein Dach. Aber selbst da komme ich ja nicht hoch. Das ist mir ein bisschen strange, ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkommen soll. Weil ich muss ja zu Fuß rein oder mit dem Robo. Ach so, Leo, hast du wieder eine schnippische Bemerkung gemacht. Ich bin da immer sehr, sehr schlecht und sowas. Wie komme ich denn da? Wie soll ich denn da reinkommen? Da ist ein Schacht, aber wo muss ich denn da rein? Hier vielleicht? Sieht mir ganz so aus, aber wie komme ich hier hoch? Das dürfte doch wieder das gute alte Staplerproblem sein, oder? Da ist ein Dach, da komme ich aber nicht drüber. Warum ist denn hier eine Leiter? Das macht doch gar keinen Sinn. Steht der Stapler von letztes Mal noch hier? Wo waren das überhaupt? Ich weiß, irgendwo hatten wir uns einen Stapler geschnappt, ne? Aber wo? Warte mal, ich bin von hier hinten gekommen. Hä? Bin ich raus? Es reicht ja nicht mal, wenn ich mir einen Bus klauen würde, ne? Ja, wenn man die Kamera so aus hat, dann sieht man das dann, dass es da reingeht. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich da hochkomme. Vielleicht reicht der Bus ja da aus. Mal gucken. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ich brauche bestimmt was Höheres. Damit ich irgendwie auf das Dach da hochkomme. Ey, das reicht nicht. Ha.
Ja, dann vielleicht sollten wir uns nicht auf den Forschungsfonds konzentrieren, sondern eher auf die Main-Mission. Damit wir den Leo schön spoilern können. Ich bin ja hier alles abgeflogen, ich habe hier nichts gesehen. Es müsste hier gewesen sein. Aber da habe ich, wie gesagt, nichts gesehen. Zumal wir wirklich hier noch rum. Wir müssen. Ach, stimmt. Wir müssen ja wieder die Gebäude anpinseln. Machen wir mal eine kurze Schnellreise. Beziehungsweise wir müssen ja unsere Reklame anbringen. So. Wir lassen uns nicht lumpen, wir fahren natürlich mit Auto hin. Ist logisch. Das ist klassische Musik natürlich. Ich würde eigentlich die Musik lieber laufen lassen, weil ich mir momentan nicht sicher bin. Oh Gott, wirklich da hoch? Oh. Weil ich mir momentan nicht sicher bin, ob die Monetarisierung meiner Videos überhaupt irgendwas bringt. Kann mich nicht erinnern, dass da irgendwie was an Werbung drauf geschalten wird momentan. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Muss ich ja vielleicht nicht noch mehr irgendwie Ärger einhandeln als unbedingt nötig. Komme ich da hoch? Oh, hier ist ja eine Treppe. Hahaha. Okay, das wäre an sich machbar. Müssen wir mal gucken, wo hier der. Ah, da. Hui. Solche Rätsel gehen ja. Aber das andere. Das war mir doch ein bisschen strange. Frag mich gerade sowieso, wie er das Ding da überhaupt dran klebt. Weil, da muss ein mächtig krasses Papier sein, doppelseitiges Klebeband. Kannst du immer wieder nur 5 Sekunden laufen lassen und dann eine Pause machen? Bei was meinst du jetzt direkt? Ach so, die Musik, ja, alles klar, hast recht. Sag mal, wo sitze ich hier eigentlich? Ach, da. Es wird mal Zeit, dass ich mir ein neues Rechnersystem zulege. Man merkt halt, dass die CPU völlig ausgelastet ist. Ich kann in Wildlands, wo ich heute Wildlands gestreamt habe, nicht mal alles auf hoch stellen, weil nicht mal die GPU, glaube ich, limitiert, sondern einfach die CPU. Ist ganz schön hoch, ne? Dass hier oben hier, man sieht so. So, wo ist denn das nächste? Das ist doch auch noch ein Stück hier weg, ne? Da? Oh, da haben wir sogar einen Forschungspunkt in der Nähe. Nichts wie Hinder. Könnte die ganze Geschichte natürlich auch mit Auto fahren, dann müsste ich jetzt wieder runterklettern und. Es dauert so lange.
Ich hoffe, dass es dann auch genug ist. Und wir nicht noch mehr machen müssen. Auf Dächern rumtouren ist schon ziemlich anstrengend. Night Fever, Night Fever. Dö. So, kommen wir da wieder hoch? Eigentlich ist es ja hier immer das Gleiche. Oder du fragst, geh mal an, wie viel du zahlen müsstest bei deinen Zuschauerzahlen. Ich glaube, die verallgemeinern das einfach nur. Ach du Scheiße, muss ich über das ganze, über die ganzen Dächer hüppeln oder was? Oh, im Ernst? Ich lass das schon mal runter. Und dann müssen wir bestimmt bis hier runterlaufen, ne? Den übelsten Weg. Da lang. Nee, da kommen wir nicht hoch. Da ist eine Leiter. Nicht immer so furchtbar komplex wäre, hier irgendwo hochzukommen. Ist hier irgendwo ein Eingang? Ich sehe keinen. Oh, hier sind Kerndaten. Auf dem Gebäude. Das heißt, da müssen wir auch noch rüber. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich da hochkommen soll. Es gibt keine Helis in Watch Dogs, ne. Also, ich habe zumindest noch keine gesehen. Außer Polizeihubschrauber, aber ich glaube nicht, dass die klaubar sind. Mann, ey. Kann nicht so schwer sein. Das Einzige, was hier Sinn machen würde, wäre hier. Also da würde ich zumindest hochkommen, aber. Die Türen gehen ja alle nicht auf hier. Muss ich rüberspringen? Von irgendwo? Geht ja auch nicht. Sieht hier irgendjemand was? Lädst mir gerade den 5-Stunden-Stream zu Watch Dogs und Battlegrounds runter, wegen der 1 Minute? Ich habe mir den Stream auch runtergeladen, wo ich im Singleplayer der Erste geworden bin, also in der Solo-Queue der Erste geworden bin. Das waren 14 Gigabyte. Geht eigentlich noch so von der Dateigröße, aber. Wie komme ich? Oder musste ich vielleicht von hier drüben irgendwo? Aha. Da ist ein Eingang. Das heißt, ich muss irgendwo. Mit dem Buggy rein. Aber wo? Hier nicht. Wird doch nicht hier unten irgendwo eine Einfahrt sein? Kann ich hier eigentlich die Leute rammen? Das wollte ich schon immer mal wissen.
sehe hier aber auch keinen Eingang, ne? Also ich weiß schon mal, dass ich irgendwo, irgendwie mit dem Buggy was machen muss. Um da reinzukommen. Ich könnte einfach mal den Kanal folgen. Ich bin eigentlich total dusselig, warum habe ich nicht gleich gemacht? Ach so. Was soll denn das für ein geiler Bug sein? Hier ist einfach mal eine Hauswand oder was? Hier ist gar kein Weg. Lol. Was zum Teufel? Was soll das denn? Und warum ist hier eine Rampe wie beim Auto? Also wie für ein Auto? Rüberspringen? Stürzt man bestimmt kaum zu Tode. Ich will es so anpinseln. Es geht nicht. Ja, ich muss physisch hoch, richtig. Stimmt, dann wäre es mit dem Buggy auch Quatsch. Keine Ahnung, ob der Buggy auch pinseln kann, weil er kann da auch physische Dinge machen, wie zum Beispiel die USB-Dongles einstecken. Das Geheimnis muss irgendwo hier liegen, aber... Hier, das Vordach bringt mir auch nichts. Es ist zu hoch. Also habe ich das Gefühl, ich muss doch irgendwie Helikopter fliegen oder sowas. Kann ich jetzt die Mission wegen dem Scheiß nicht fertig machen? Kann ich den Kran eigentlich auch schwenken? Das habe ich noch nicht probiert. Nee, kann ich nicht. Ich kann sie nur senken und heben. Oh, ich hasse sowas. Warum? Wenn ich da anfliege, wo die Leiter unten ist. Hier. Hier ist halt auch nichts. Vom Nebengebäude springen geht auch nicht. Huh. Der Kran ist die Lösung des Geheimnisses. Na, darauf muss man erstmal kommen, ey. Haben sich wieder ein paar witzige Programmierer hingesetzt und gesagt, komm, wir machen mal hier... Wir machen hier mal was ganz Lustiges. Ich dachte, das wäre die Kamera da hinten. Aber nein, es ist der Kran, den ich ansteuern kann. Brauche ich nur noch ein geeignetes Gefährt, oder? Wie zum Beispiel dieser Frachtkorb, der da dran ist. Ja, ey, darauf muss man echt mal kommen. Schert die Bauarbeit doch gar nicht, ne? Tschüss! Wie kommt man auf so eine Idee? Hui!
Da war die Leiter doch bestimmt. Super, ich brauche nicht mal die Scheißleiter, um hier hochzukommen. Das sind ein paar Typen, ne? Die Leiter schön noch angebracht, um die Leute zu verwirren.